Für die U21-Nationalmannschaft wird das zweite Gruppenspiel der EM zu einer echten Reifeprüfung. Bei einem Sieg gegen Dänemark wäre das Halbfinale und damit das Olympiaticket zum Greifen nah. Doch das 1:1 im Auftaktspiel gegen Serbien hat Trainer Horst Rubesch einige Sorgenfalten beschert. Wir haben es analysiert, wir haben darüber gesprochen, wir sind uns auch noch nicht ganz einig, weshalb es nicht von Anfang an so geklappt hat. Aber wie gesagt, nein, wir werden das Gesicht zeigen, glaube ich, jetzt auch gegen Dänemark, was man normalerweise von uns gewohnt ist. Um den ersten Sieg einzufahren, baut Rubesch auf einige Veränderungen. Spieler wie Hannovers Leonardo Bittencourt oder Bayern-Neuzugang Joshua Kimmich drängen in die Startaufstellung. Der Coach weiß, wie schwer es gegen die Skandinavier wird. Ich glaube, das Entscheidende, und das hat auch das Spiel gezeigt im ersten Spiel, wie konstant oder wie über die 90 Minuten, wie man sagt, hart oder fest oder strong sie gespielt haben. Also es ist eine kompakte Mannschaft, die sicherlich schwer zu spielen ist. Die Dänen sind mit einem 2:1 gegen Gastgeber Tschechien ins Turnier gestartet und führen die Tabelle an. Mit Pierre-Emil Højbjerg, Yusuf Paulsen und Jannik Westergaard hat das Team von Trainer Jes Tørup einige Spieler im Kader, die in Deutschland ihr Geld verdienen und ihren Gegner dementsprechend gut kennen. Ich glaube, dass die alles geben werden, dass die sehr viel Wert drauf legen werden, dass die gut anfangen, vielleicht uns ein bisschen unter Druck setzen können, und da müssen wir natürlich gegenhalten können, obwohl es auch schwer wird für uns. Klar, die deutsche Mannschaft hat sehr viel Qualität, und ja, es erwartet uns eine große Herausforderung. Die deutsche U21, sie ist gefordert. Ein Sieg muss her, will man der Favoritenrolle nun gerecht werden.